Verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe heute die Ehre, drei PolitikjournalistInnen vorzustellen, damit sie ausgezeichnet werden, die in völlig unterschiedlichen Bereichen arbeiten und alle zusammen zeigen, wie wichtig politischer Journalismus gerade jetzt ist. Olaf Sundermeier hat sich bundesweit einen Namen als Experte für organisierte Kriminalität und Extremismus gemacht und er reüssiert in einem Themenfeld, das wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. 2020 war er einer der profiliertesten Erklärer und Einordner der Querdenker-Szene, deren Erfolg manche überrascht hat, ihn nicht. Er zeigte, wie die Verbindungen sind zwischen Corona-LeugnerInnen und Verschwörungsideologen und rechtsextremen Organisationen. Seine Analysen bringen Licht in eine düstere Entwicklung. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz, Olaf Sundermeier. Also falls Sie jetzt in meiner Stimme ein bisschen Aufregung hören, ich dachte, ich sitze jetzt hier eine Stunde, gucke mir alle anderen an, entspanne mich und dann bin ich dran. Das war jetzt ein bisschen zu früh für mich, nächstes Mal frage ich nach der Reihenfolge. So, Platz 2. Martin Machowitz. Vielleicht erinnern Sie sich, Anfang 2020 jagte eine Hiobsbotschaft die nächste. Bevor Corona alles andere überschattete, gab es den Anschlag in Hanau und davor die Thüringen-Krise, die die Republik einen Monat lang in Atem hielt. Ein Monat voller Texte von Martin Machowitz. Und wir als Jury finden, davon war einer besser als der andere. Vom ersten Tag an ordnete er mit analytischer Präzision ein und er erklärte, was vor sich ging und warum. In diesem kleinen Thüringen, von dem ich auch viel gelernt habe. Auf egal, welche Weise auch immer. Er beeindruckte 2020 auch mit anderen Texten. Zum Beispiel mit der Reportage über den Tischler, der die lebensrettende Tür der Synagoge in Halle geschreinert hat. Sehr lesenswert. Oder ein Dossier über das Waldsterben in Thüringen, das zeigt, dass der Klimawandel eben kein rein westdeutsches Phänomen ist, wie viele Menschen denken. Martin Machowitz leitet die Regionalausgabe Die Zeit im Osten und ich persönlich finde, dass diese Geschichten bundesweit gedruckt werden sollten. Die Zeit kann stolz darauf sein, mit so großer Ostkompetenz zu trumpfen. Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz, Martin Machowitz. Und zur Erstplatzierten, Isabel Shayani. Die Jury findet, in der Rückschau auf die medialen Ereignisse 2020 bleibt ein Moment wirklich hängen. Die Live-Schalte bei Anne Will zu Isabel Shayani nach Lesbos in Griechenland im März 2020. Nee, es war September, Entschuldigung. Sie saß am Straßenrand mit einer geflüchteten afghanischen Familie am Lagerfeuer und berichtet von den Zuständen nach dem Brand in Moria. Das war erschütternd und zugleich eine Sternstunde des Journalismus. Mit dieser Schalte, mit diesen 11 Minuten, rüttelte Isabel Shayani die Republik auf. Sie zeigte die unmenschlichen Zustände und das Elend in den geflüchteten Lagern Europas. Über humanitäre Katastrophen zu berichten, ist immer eine Gratwanderung zwischen Empathie und Distanz. Der Anspruch, neutral zu bleiben, kann in solchen Momenten oft nur schwer erfüllt werden. Aber das muss er vielleicht auch nicht. Isabel Shayani erinnert in ihren Reportagen an einen anderen Konsens, auf den wir uns verständigt haben. Die universellen Menschenrechte als Basis journalistischer Einordnung. Sie berichtet einfühlsam und trotzdem mit dem nötigen Abstand. Wochenlang recherchierte sie vor Ort in Moria und berichtete, was an Europas Grenzen vor sich geht. Shayanis Interviews sind immer auf Augenhöhe. Und ganz nebenbei zeigt sie, wie wichtig Diversität für den Journalismus sein kann. Sie spricht mit der Familie in ihrer Muttersprache, übersetzt fließend dem deutschen Publikum die Lebenswirklichkeit geflüchteter Menschen im 21. Jahrhundert. Darüber hinaus berichtet sie immer wieder fundiert über die komplexen Zusammenhänge in der Migrationspolitik und prägt als Moderatorin beim Weltspiegel einen ganz eigenen Ton. Zweifelsohne ist Isabel Shayani eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Auslandsberichterstattung.
herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz als Politikjournalistin des Jahres. Als wir in Moria waren, haben wir eine Familie begleitet mit 3 Kindern. Eine davon ist 11 Jahre und kurze Zeit danach konnte diese Familie in ein anderes europäisches Land aufgenommen werden. Und ich habe die gestern gefragt, du bist jetzt 11, du bist jetzt seit 9 Monaten weg aus Griechenland. Wie weit weg ist Moria für dich? Und die ist jetzt in so einem Sommerprogramm. Die haben jeden Tag Spaß, Spiel sozusagen. Und ich habe gedacht, sie würde bestimmt sagen, es ist ewig weit weg. Und dann hat sie sehr ernsthaft mit ihren 11 Jahren gesagt, was glaubst du, wie soll man sowas vergessen? Sie hat gesagt, wie soll ich das Feuer, die Armut, die ganzen Streits und die Selbstmorde vergessen? Dann habe ich gesagt, vielleicht wirst du es eines Tages vergessen. Ich bin dankbar, dass Sie das Thema ausgewählt haben für diese Kategorie, weil wir ein bisschen eine Genickstarre natürlich logischerweise haben durch Corona. Und ich glaube aber, dass neben dem Klimawandel das Thema Migration uns nicht verlassen wird. Und ich glaube auch, dass wir Journalisten, wenn wir darüber berichten, uns daran gewöhnen müssen, dass wir solche verdammten Geschichten wie die von Moria erzählen werden. Und auf die gibt es aber keine einfache Antwort. Das ist das größte Problem bei der Berichterstattung, bei diesem Thema. Wir können uns eben nicht hinsetzen und sagen, 40.000 Resettlement und die Nummer ist gelaufen, die Nummer wird weiterlaufen. Und wenn wir uns jetzt Afghanistan angucken, dann werden wir damit zu rechnen haben, dass die Menschen versuchen, in Europa, was einfach eine Zukunft hat, ihren Kindern eine Zukunft zu geben. Die Mutter hat mir dann geschrieben, warum sind wir hier? Wenn die Taliban das machen, was sie ankündigen, dann würde die Feiere, das ist das Mädchen, über die wir berichtet haben, nicht zur Schule gehen können. Eine ganz kleine letzte Geschichte. Wir denken ja, wenn die Leute dann hier sind, dann sind sie heile und alles ist gut. Ich habe einen jungen Iraner, der 6 Wochen lang in der Psychiatrie war, jetzt im Mai und Juni, alle 2-3 Tage besucht. Und einmal hat er zu mir gesagt, bist du dir ganz sicher, dass in Deutschland nicht gefoltert wird? Da habe ich gesagt, Bobo, natürlich. Bist du dir ganz sicher? Ich sage, ja. Und wenn ich was Kritisches über Merkel sage, dann kommt keine Geheimpolizei. Nein. Und dann hat er gesagt, boah, das ist so ein tolles Land. Das ist es. Vielen Dank.